Hallo ihr Lieben, heute waren wir das zweite Mal beim Kinderarzt zur Mutter-Kind-Pass-Untersuchung zwischen dem zweiten und fünften Lebensmonat. Ich glaube, diese war's. Der Kleine wurde auch geimpft, also der Rotavirus wurde aufgefrischt und er bekam die Sechsfachimpfung, also das ist die erste Spritzimpfung. Dazu habe ich aber noch ein separates Video gemacht, wie es dem Kleinen mit der Impfung gegangen ist, weil ich dachte, das ist ganz interessant. Was heute auch noch war beim Arzt, er hat eben nachgeschaut, ob er schon sitzt, was er natürlich nicht tut mit seinen 3 Monaten. Wie er entwickelt ist, der Kleine ist sehr gut entwickelt laut dem Doktor. Das Einzige, was er ein wenig hat, er schaut zu oft auf eine Seite. Ist jetzt noch so grenzwertig, dass man nicht wirklich etwas tun muss. Ich werde aber mit ihm zum Bowen gehen. Also Bowtech, das ist so eine Massagemethode mit so Griffen, dass die Muskeln lockern soll. Und das soll helfen. Und eine Bekannte von mir macht das. Ich habe das auch schon in der Schwangerschaft gemacht. Was der Doktor auch noch zu bedenken gegeben hat, war, dass wir doch mit dem 4. Monat bzw. im 5. Lebensmonat anfangen sollten mit Beikost. Er dachte eben, er hat gesagt, das ist sehr wichtig. Mir war das auch bewusst, aber ich dachte, ich fange dann an, wenn der Kleine sich anfängt, für Essen zu interessieren. Wir haben eben so eine Empfehlung bekommen für Säuglingsnahrung. Da steht eben drinnen, dass man keine rohen Eier geben darf und nichts Salziges, keinen Zucker, solche Sachen, was man eigentlich ja weiß oder als Mutter wissen sollte. Und alles in allem ist es aber ganz entspannt abgelaufen, die Untersuchung. Also war ganz easy. Und ja, die Reflexe werden eben angeschaut, wie er den Kopf hält, solche Sachen. Und wie gesagt, bei Kai ist alles in Ordnung. Er hat 7 Kilo und ist 63 cm lang. Also er ist ein Brocken. Ich zeige euch noch schnell den Kleinen und verabschiede mich damit und wünsche euch noch einen tollen Tag. Tschüss! Also er ist recht entspannt, hat noch seinen Schnulli im Mund. Er ist, glaube ich, ein wenig müde. Gegessen hat er normal, also die Impfung hat er wirklich gut überstanden. Und ja, er schaut ein wenig.